Wir wollten neulich wandern gehen auf dem Chinaberg und das hier ist in der Nähe der Schrotzburg. Wir sind da hochgefahren mit dem Auto und dann irgendwie dort in Richtung des Burgfestes gegangen. Da waren nämlich unglaublich viele Leute, aber eins nach dem anderen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist Radolfzell, die Ausblick vom Wanderparkplatz bei Schienen auf den Chinaberg. Wir schauen uns Radolfzell nachher nochmal von Moos an, etwas näher. Ja, aber jetzt erstmal zum Burgfest. Es war der 1. Mai 2024. Hier der Hinweis, wohin man gehen muss, wenn man zum Burgfest möchte. Und da sind unglaublich viele Menschen hingepilgert. Auch Autos sind immer wieder an uns vorbeigefahren. Und wir dachten uns einfach, wir schauen mal, was da los ist. Und wir gehen einfach mal den Menschenmassen hinterher und sehen dann, wo wir rauskommen. Burgfest in Schienen, also das findet hier anscheinend jeden 1. Mai statt, jedes Jahr aufs Neue. In der Nähe der Schrotzburg. Was das mit dem Kinderwagen soll, kann ich euch auch nicht sagen. Also wir mussten durch Wald und Wiesen, immer dem Lärm nach, immer den Menschen nach und irgendwann sind wir dann dort auch angekommen. Und ihr seht schon, hier war einiges los. Es gab allerlei Aktivitäten für Kinder, Bratwürste, Bier, solche Sachen, Live-Musik und wir wollten aber unbedingt die Schrotzburg sehen. Nur dass davon leider nicht mehr viel übrig ist. Das ist mehr oder weniger alles. Eine Mauer steht noch. Öningen, Schrotzburg, Frankenburg und Burg Kastenbühl. Trotzdem zweifellos eine interessante Gegend, das hier oben. Schönes Wetter war ein toller Ausflug und das war ein hochinteressantes Gefährt, das wir jetzt noch ein bisschen beobachten werden. Und dann haben wir auf dem Rückweg eben noch einen Zwischenstopp in Moos bei Radolfzell am Yachthafen gemacht. Dort noch ein paar Aufnahmen gemacht vom Bodensee und von der Umgebung.
Und hier eben die Allee Richtung Radolfzell, eben die Stadt, die wir vorhin schon gesehen haben, am Anfang des Videos. Da gucken wir uns gleich nochmal die Kirche etwas näher an. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Hinterlasst gerne ein Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Konstruktive Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Demnächst in einem anderen Video.